Naturkatastrophen können jederzeit und überall zuschlagen. Doch einige von ihnen sind so vernichtend, los, dass sie unsere Existenz bedrohen. Das Universum ist gefährlich und es gibt viele Wege, die Menschheit auszulöschen. Sind wir bereit für den jüngsten Tag? Können wir das überleben? Vor 66 Millionen Jahren schlug ein gewaltiger Asteroid auf der Erde ein und löschte die Dinosaurier aus. Doch was, wenn ein eben solcher Brocken heute die Erde treffen würde? Hätten wir eine Überlebenschance? Auf der Skala möglicher Katastrophen wäre das eine wirklich ernste Bedrohung für die Menschheit. Die Welt, wie wir sie kennen, würde völlig auf den Kopf gestellt. Man würde alles für seine Familie tun. Da heißt es, leben oder sterben. Im Mount Lemmon Observatorium in Arizona beobachten Astronomen den Nachthimmel. Es ist ein Abend wie jeder andere. Doch plötzlich entdecken die Forscher etwas Ungewöhnliches. Ma'am, das müssen Sie sich ansehen. Das kann nicht sein. Gucken Sie mal. Ein Asteroid, 10 bis 15 Kilometer groß, ist auf Kollisionskurs mit der Erde. Es ist theoretisch denkbar, dass sich selbst ein so großes Objekt an allen Frühwarnsystemen der Astronomen vorbeischmuggelt. Und wenn das passiert, gibt es nichts mehr, was wir tun können. Asteroiden sind Überbleibsel aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Jeden Tag stürzen etwa 100 Tonnen Asteroidenteilchen in die Erdatmosphäre. Die meisten von ihnen sind so klein, dass sie verglühen, ehe sie auf die Erde treffen. Doch größere Asteroiden stellen eine ernste Bedrohung für das Leben auf der Erde dar. Schon ein Brocken mit einem Umfang von 800 Metern würde ausreichen, um eine große Stadt zu zerstören. Und die Folgen des Einschlags könnten unsere gesamte Zivilisation erledigen. Der Asteroid, der sich in unserem Szenario der Erde nähert, ist jedoch noch viel größer. So groß wie der Asteroid, der das Ende der Dinosaurier besiegelte. Mit 70.000 Kilometern pro Stunde rast er auf die Erde zu. Zu schnell, um ihn zerstören oder umlenken zu können. Miami in Florida. Im Stadtteil South Beach herrscht reges Treiben. Doch plötzlich taucht ein Feuerball am Himmel auf. Man sieht einen kleinen Lichtpunkt am Himmel, der unfassbar hell wird. Ein Feuerball, der aussieht wie eine zweite Sonne am Himmel. Wenn man direkt hinter dem Asteroiden wäre, würde man sehen, wie er ein Loch in die Atmosphäre reißt und dadurch ein perfektes Fenster zum Kosmos öffnet. Am helllichten Tag, ein schwarzes Loch tut sich am Himmel auf und man blickt direkt ins Weltall.
Die Atmosphäre wird schlagartig aufgeheizt. In den Sekunden, in denen dieser Brocken durch die Atmosphäre donnert, schlägt er eine Schneise, die sich dann schnell wieder schließt. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass es Miami mit diesem Asteroiden zu tun bekommt. 1000 Kilometer südwestlich in der Ruinenstadt Chichen Itza. Zu Zeiten der Maya verfolgten Astronomen hier den Lauf der Gestirne. Doch ein solches Ereignis hatten auch die Maya nicht gesehen. Was ist das? Während die Touristen über die Tempelanlage schlendern, wird der Asteroid blendend hell. Gott, was ist das? Lass uns abhauen. Los, weg! Los, weg! Lauft! Weg! Wenn man den Asteroiden direkt ansieht, würde man erblinden. Und die Haut würde verbrennen. Der Asteroid nimmt Kurs auf die Halbinsel Yucatan am Golf von Mexiko, wo vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid das Ende der Dinosaurier einläutete. Sekunden später der Einschlag. Wir reden hier von 100 Millionen Megatonnen TNT. Das entspricht 7 oder 8 Milliarden Hiroshima-Bomben, die zur selben Zeit am selben Ort hochgehen. Der Einschlagskrater ist so groß, als würde man 1 Million Mal das globale Atomwaffenarsenal in die Luft jagen. Der Asteroid kracht in den Meeresboden und hinterlässt einen 30 Kilometer tiefen und über 180 Kilometer breiten Krater. Das ist ungefähr die Entfernung von Berlin nach Dresden. Die Entstehung dieses riesigen Kraters würde uns wie in Zeitlupe vorkommen. Das ist kein kleiner Einschlag, der plötzlich da ist. Das dauert mehrere Minuten. Elf Sekunden nach dem Einschlag wird eine immense Wärmestrahlung freigesetzt. Hitzewellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen aus. Thermische Strahlung ist genau wie das Infrarotlicht, das Feuer oder Glut abstrahlen. Man sieht sie nicht, aber man spürt sie. Als die Strahlungswelle Chichen Itza erreicht, steigt die Temperatur auf über 5000 Grad. Der Feuerball würde dich bei lebendigem Leibe rösten. Ganz egal, wie klug du bist oder wie anpassungsfähig, die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, geht gegen null. Im Umkreis von 300 Kilometern hat niemand eine Chance. Die Menschen sind sofort tot. Doch auch jenseits dieser Todeszone sind die Folgen verheerend. Durch den gewaltigen Einschlag wird es so heiß, dass geschmolzenes Gestein aus dem Krater in die Atmosphäre geschleudert wird oder sogar verdampft. Dort, wo der Impactor einschlägt, verdampfen die Kristalle im Gestein und werden in die Luft geschleudert. Wenn sie sich abkühlen, kondensieren sie zu kleinen Glaspartikeln, die sich dann rund um den Erdball verteilen können. Die Trümmer regnen im Umkreis von 1000 Kilometern auf die Erde nieder. Städte wie Houston und New Orleans oder die 20-Millionen-Metropole Mexiko-Stadt werden vom Trümmerhagel eingedeckt. Wer im Freien ist, hat keine Chance.
Das ist ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch, bei dem Material vom Himmel fällt. Mexiko-Stadt würde unter Tonnen von Auswurfmaterial begraben werden und die flammenden Brocken aus der Erdkruste würden alles verbrennen. Auch die Menschen. Wer nicht verbrennt, wird von heißen Trümmern erschlagen. Niemand ist sicher, auch nicht in weiter entfernten Städten. 2500 Kilometer vom Einschlagsort entfernt. In New York City regnen Trümmer auf die Stadt. Die Hitze ist extrem. Die ausgeschleuderte Materie wird pulverisiert. Die Partikel schießen mit extremer Geschwindigkeit in die Luft und heizen die obere Atmosphäre auf. Und die strahlt jetzt wie eine Höhensonne auf die Erde. Bis hoch in den Norden verwandelt sich die Ostküste Nordamerikas in ein brennendes Inferno. Zuerst beginnen die Blätter ein bisschen zu dampfen. Dann reißen sie, werden braun und qualmen und schließlich gehen sie in Flammen auf. Es gibt keine Vorwarnzeit, denn fast alle Kommunikationssysteme rund um den Globus sind ausgefallen. Im Moment des Einschlags umkreisen etliche Satelliten die Erde. Doch das ausgeworfene Material, das in die Atmosphäre fliegt, würde von GPS-Satelliten bis hin zur Internationalen Raumstation alles zerstören. Wir würden in dunkle Zeiten zurückfallen und könnten Neuigkeiten nur noch mündlich weitergeben. Hunderte Millionen Menschen sind zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Doch auf der anderen Seite der Erde, in Tokio oder Sydney, ahnen die Menschen noch nichts von der Katastrophe, die auf sie zurollt. Wenn sich ein ähnlich katastrophales Ereignis wie zu Zeiten der Dinosaurier heute ereignen würde, gäbe es wohl kaum jemanden auf der Erde, der das überleben würde. Bei einem solchen Einschlag gäbe es keinen sicheren Zufluchtsort auf der Erde. Von einem Moment zum anderen sendet der Asteroideneinschlag eine höllische Welle thermischer Strahlung aus und lässt Milliarden Tonnen Trümmer und Gestein auf die Erde regnen. Dann beginnt die Erde zu beben. Der Asteroid hat unseren Planeten mit solcher Wucht getroffen, dass Erdbeben sich von der Einschlagstelle in alle Richtungen ausbreiten. Bis nach New York, Paris oder Hongkong. Los Angeles ist von einer dichten Aschewolke verhüllt. Minuten später wird die Stadt von einem gewaltigen Erdbeben erschüttert. Das Beben hat eine Stärke von über 10 und ist damit das schwerste in der Geschichte der Menschheit. Verzweifelt suchen die Menschen Schutz, doch die meisten werden verschüttet oder erschlagen. Erdbeben können noch stärkere Erdbeben auslösen. Ein solch gewaltiger Impact könnte Erdbeben auf der ganzen Welt hervorrufen. Sie würden sich entlang der Plattengrenze von Mexiko bis hoch nach Alaska ausbreiten. Etwa 150 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt. Einige Bauern flüchten vor der Hitze, den Trümmern und den Erdbeben.
Sie suchen Zuflucht in einem der größten Höhlensysteme der Welt. Doch auch hier sind sie nicht sicher. Im Innern der Höhle wird es sehr starke seismische Aktivitäten geben. Auch wenn das Höhlensystem als Ganzes nicht kollabiert, so brechen doch viele Steine aus der Decke heraus. Und heißes Gestein verstopft den Eingang. Da möchte man nicht sein. Während die Bauern auf ein Ende der Zerstörung warten, wüten weitere Erdbeben rund um den Erdball. Vom Einschlagsort breitet sich eine Schockwelle in alle Richtungen aus. Das ist die Detonationswelle, die Schockwelle. Die komprimierte Atmosphäre kann bei dem extremen Einschlag nicht schnell genug entweichen. Dadurch kommt es im Prinzip zu einer gewaltigen Bombenexplosion. Die Druckwelle fegt mit einer Geschwindigkeit von über 1500 Kilometern pro Stunde über Städte wie New Orleans und Mexiko-Stadt hinweg. Dreimal so schnell wie der stärkste je gemessene Tornado. Viele Gebäude brechen komplett zusammen. Eine Wand aus Luft, die sich so schnell vorwärts bewegt und vielleicht noch Trümmer mit sich führt, würde die Stadt in Schutt und Asche legen. Jeder, der dann im Freien ist, würde von der Druckwelle wie eine Puppe durch die Gegend geschleudert. Es gibt kein Entrinnen. Dieser Überschallwind haut die Leute einfach aus den Schuhen. Und die ganze Stadt ist mit Glasschrapnellen übersät, die unablässig vom Himmel regnen. Doch der Glasregen ist nicht das Schlimmste, was die Menschen erwartet. Das Geräusch wäre lauter als alles, was man je gehört hat. Durch die Erschütterungen platzt die Lunge und die inneren Organe reißen. Man wäre wahrscheinlich auf der Stelle tot. Ein Großteil der USA liegt in Schutt und Asche. Die Schockwelle, der aufgewirbelte Staub und die ausgeworfenen Gesteinsbrocken bahnen sich unaufhaltsam ihren Weg über den Ozean. Weder Europa noch Asien bleiben verschont. In London versuchen die Menschen panisch, Hitze und Trümmerhagel zu entkommen. In London, wie auch im Rest der Welt, würde man die globalen Effekte des Einschlags zu spüren bekommen. Das ausgeworfene Material, der Himmel, der sich weiß oder rot färbt, und die Hitzestrahlung, die alles in Brand setzt. Überleben kann man nur unter der Erde. Zigtausende Londoner flüchten sich in alte Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Sagen wir, da passen tausende Menschen rein. Sie könnten sicherlich eine ganze Weile dort überleben, wenn sie genug Vorräte haben. Aber man darf die menschliche Natur nicht außer Acht lassen. Familien werden getrennt und befinden sich in verschiedenen Bunkern. Niemand ist auf das Leben unter der Erde vorbereitet. Man nimmt ja eine Spezies mit einer bestimmten Art zu leben und verpflanzt sie in eine völlig neue Umgebung. Das Leben in der Tiefe ist die einzige Hoffnung für die Menschen auf der ganzen Welt. Doch wie sind die Überlebenschancen im Untergrund? Zumal die nächste Katastrophe bereits anrollt. In jedem Winkel der Erde sind die Folgen des Asteroideneinschlags zu spüren. Die Menschheit kämpft gegen ihren Untergang. Trümmerteile, Feuer, Dampf, Druck, Lärm, Erdbeben und das alles zur selben Zeit. Buchstäblich die Apokalypse.
Und das ist erst der Anfang. Als der Asteroid in den Golf von Mexiko stürzt, türmt er gewaltige Wellen auf, die sich in alle Richtungen bewegen. Turmhohe Megatsunamis rollen auf die US-Golfküste zu. Wir reden hier von gigantischen Wellen, die im Minutentakt an die Küste branden und alles und jeden auf ihrem Weg mitreißen. Miami, etwa 1000 Kilometer nördlich des Einschlags. Vor 9 Stunden raste der Feuerball durch den Himmel der Metropole. Jetzt rollt ein 100 Meter hoher Tsunami auf die Stadt zu. Die höchste Erhebung auf der Halbinsel Florida liegt bei 30 Meter über Null. Ein so großer Tsunami wäre verheerend. Die Wasserwand trifft die Stadt mit gewaltiger Wucht. Zerbrochenes Glas und Metallteile werden von der Welle mitgerissen und töten die Menschen, die verzweifelt um ihr Leben schwimmen. Die Überlebenschancen sind minimal. Florida würde verheerend getroffen werden. Die flache Halbinsel ist dem Wasser von allen Seiten ausgesetzt und hat einer Monsterwelle nichts entgegenzusetzen. Städte wie Miami werden völlig überflutet. Wir wissen, dass der Einschlag, der die Dinosaurier tötete, Tsunamis auslöste, die sich bis tief ins Inland wälzten, ganze Wälder entwurzelten und sie dann in den Golf von Mexiko zurückrissen. Wenn so etwas heute in diesen seichten Gewässern passiert, würde das Wasser bis nach Tennessee vordringen. Das Wasser würde ganze Länder überfluten. Kuba ist weg. Die Dominikanische Republik, Haiti, die karibischen Inseln, Jamaika, alles weg. Nachdem die Tsunamis die US-Küste am Golf von Mexiko verwüstet haben, trauen sich die Bauern im Landesinneren von Mexiko aus ihrem Versteck. Sie haben die Katastrophe in einem der größten Höhlensysteme der Welt überlebt und graben sich jetzt ihren Weg nach draußen. Als sie dort ankommen, sehen sie das Ausmaß der Katastrophe. Totes Ödland, soweit das Auge reicht, bedeckt mit Glassplittern. Alles auf der Erde stirbt, brennt oder zerfällt. Wenn man die Höhle verlässt, betritt man die Hölle auf Erden. Es sieht aus wie auf dem Mond. Überall liegt Geröll herum und die Landschaft ist vollkommen verwüstet. Wer in der Höhle überlebt hat, steht jetzt vor einem Riesenproblem. Er muss etwas Essbares finden. Verwesende Tierkadaver zum Beispiel. Was noch an Vegetation übrig ist, ist ungenießbar. Eine Woche nach dem Einschlag sehen die Bauern einer ungewissen Zukunft entgegen. Und nicht nur sie. Auch tausende Kilometer entfernt, in Peking, Moskau oder Kairo, leiden die Menschen unter der extremen Hitze und dem Dauerbeschuss durch herabfliegende Trümmer. Ein Viertel der Weltbevölkerung ist bereits tot. Hat die Menschheit noch eine Chance? Oder ist das der Anfang vom Ende?
Es ist ja nicht so, dass es einmal blitzt und dann vorbei ist. Die Nachwirkungen richten viel bleibendere Schäden an. Selbst wenn man den Impact übersteht, muss man dann in einer chaotischen Höllenlandschaft weiterleben. Und wer darauf nicht vorbereitet ist, stirbt. Als der Asteroid in den Meeresboden krachte, schleuderte er hochtoxisches Material in die Luft. Schwefel mischt sich in der Atmosphäre mit Regenwasser und das führt zu schwefelsauren Niederschlägen. Der saure Regen setzt dem gesamten Planeten schwer zu. Gebäude werden zersetzt. Pflanzen sterben ab. Flüsse sind trüb und die meisten Trinkwasserquellen nicht mehr nutzbar. Ohne ordentliche Wasserfiltersysteme gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Überlebenschance. Nahe dem Einschlagskrater gibt es nur wenige Orte, an denen Menschen überlebt haben. Einer davon ist hier, 2 Stunden südlich von Mexiko-Stadt. Einige Bauern hatten sich unmittelbar nach dem Einschlag in eine Höhle geflüchtet. Jetzt, 7 Tage später, könnte die Höhle ihre letzte Hoffnung sein. Auch wenn sie es nicht wissen, die Höhle ist einer der wenigen Orte auf Erden, an denen ein Überleben möglich ist. Durch ihre Kalksteinfelssohle fließen 2 Flüsse. Und Kalkstein ist eine basische Substanz, die das saure Wasser neutralisieren kann. Los Angeles, 1 Woche nach dem Einschlag. Die Überlebenden kämpfen mit den Folgen des schweren Bebens, das die ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat. Und jetzt kommen auch noch giftiger Staub, Aerosole und saurer Regen dazu. Wer jetzt noch am Leben ist und aus seinem Unterschlupf herauskommt, kann das nicht ohne Schutzkleidung tun. Man braucht eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske gegen den Staub in der Luft. Die tödliche Mischung aus Staub, Ruß, Rauch und saurem Regen vergiftet nicht nur die Luft und den Boden. Sie verdunkelt auch die Sonne. Ohne Sonnenlicht können Pflanzen jedoch keine Photosynthese betreiben. Und ohne Pflanzen sterben die Tiere. Ohne Pflanzen und Tiere kann auch der Mensch nicht weiterleben. Der saure Regen und der Staub verfinstern die ganze Erde. Dadurch wird die Photosynthese unterbunden und die Lebensmittelversorgung bricht zusammen. Die komplette Nahrungskette ist zerstört. Wir wissen, dass die Ausrottung der Dinosaurier ein globales Ereignis war. Denn es starben ja nicht nur die Dinosaurier, sondern überhaupt 2/3 aller Arten auf der Erde. Dieser Impact würde also definitiv globale Auswirkungen haben. Durch die veränderte Zusammensetzung der Atmosphäre wird die komplette Landwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Um an Nahrung zu kommen, werden die Leute mehr als nur Supermärkte plündern. Für die Familie würde man alles tun. Los geht's! Das bedeutet auch, Stammeskriege zu führen und anderer Leute Vorräte zu stehlen, um zu überleben. Jetzt heißt es, überleben oder sterben. 2 Monate nach dem Einschlag kehrt das Leben vorsichtig wieder zurück. Pilze, die kein Sonnenlicht benötigen, ernähren sich von den verrottenden Pflanzen in den abgestorbenen Wäldern. Auch Farne sprießen wieder aus den übersäuerten Böden. Nach dem Aussterben der Dinosaurier waren Farne die ersten Pflanzen, die wieder zurückkehrten. Sie gelten als Überlebenskünstler und sind auch nach Waldbränden die ersten Pflanzen, die zurückkommen. Sie überleben Brände, was die meisten anderen Pflanzen nicht tun. Etwa 17.000 Kilometer vom Einschlagsort entfernt
In Australiens Western Desert leben die Martu. Ein uralter Aborigines-Stamm, der seit fast 40.000 Jahren den harschen Bedingungen des Outbacks trotzt. Doch die mysteriöse Veränderung ihrer Umwelt überfordert auch die Martu. Der saure Regen hat die Natur vergiftet und die Martu ihre Hauptnahrungsquelle beraubt. Kängurus. Doch die Martu sind einfallsreich. Sie entfachen kleine Buschfeuer, um Eidechsen aus ihren Löchern zu jagen. Schon beim Einschlag, der die Dinosaurier tötete, konnten viele kleine Eidechsenarten in ihren Erdlöchern überleben. Sie ernährten sich von Käferlarven und Kakerlaken, die den Impact ebenfalls überlebt hatten. Die Aborigines ziehen viel umher und sind es gewohnt, Nahrungsquellen aufzustöbern. Sie sind traditionell ein Volk von Jägern und Sammlern und haben ein profundes Wissen über ihre Umwelt, das Stadtmenschen fehlt. Doch während die Martu mit archaischen Jagdmethoden ums Überleben kämpfen, hol ihn dir! Los! Setzt eine ökologische Veränderung ein, die die Existenz der Menschheit ultimativ bedroht. Wo gerade noch Feuer war, folgt jetzt Eis. Sechs Monate nach dem verheerenden Asteroideneinschlag hängt das Überleben der Menschheit am seidenen Faden. Manche kauern in Luftschutzbunkern, andere in Höhlen. Alle kämpfen ums Überleben und die Lage verschlechtert sich weiter. Eine Schicht aus Staub und anderen Schwebstoffen blockt die Sonnenstrahlen ab und kühlt das Klima empfindlich herunter. Die Welt schaltet in den Tiefkühlmodus und ein bitterkalter Impact-Winter bricht an. Durch die große Menge von Partikeln, die bei dem Einschlag in die Luft geschleudert werden, kühlt sich der Planet extrem schnell ab. Die Temperaturen fallen in den Keller. Es ist ein doppeltes Unglück. Erst das heiße Feuer und jetzt die eisige Kälte. Das bringt viele Arten an den Rand des Aussterbens. Weltweit fallen die Durchschnittstemperaturen um 10 Grad, mindestens. Die weltweite Kältewelle trifft Städte wie London besonders hart, wo jahrelanger Dauerfrost einsetzt. Die Luftschutzbunker, in denen Zehntausende Menschen Schutz suchen, verwandeln sich in Massengräber. Die Überlebenden versuchen, den Elementen und dem Hunger zu trotzen, um nicht auch Opfer dieses Massensterbens zu werden. Es gibt kein Sonnenlicht, keine Tiere mehr auf der Erdoberfläche. Man muss nach ihnen graben. Und dann muss man sich überwinden, sie auch zu essen. Das schaffen nicht viele, unglücklicherweise. Die wenigsten sind für diese Hölle gemacht. Um woanders hinzukommen, braucht man Transportmittel. Aber wie kommt man an Benzin? Wie an ein Auto, das nicht durch die monatelangen extremen Bedingungen zerstört wurde? Und Züge? Fahren auch nicht mehr. Alle Massenverkehrsmittel und alle persönlichen Fortbewegungsmittel sind außer Betrieb, außer Fahrrädern und den eigenen zwei Beinen. Wir überleben in kleinen Zivilisationsnestern unter der Erde oder, wenn wir uns nach oben trauen, in oberirdischen Schutzräumen. Aber das ist kein Leben, nur Überleben, so gerade eben. Alle größeren Tiere und die Menschen, die trotz aller Widrigkeiten bis hierhin überlebt haben, können doch noch Opfer dieses Massensterbens werden.
Der Einschlag, der die Dinosaurier tötete, löschte auch die Fleischfresser aus. Das haben Forschungen ergeben. Aasfresser, die unter der Erde lebten, hatten dagegen eine weitaus höhere Überlebensrate. Will man einen solchen Einschlag überleben, spielen Ressourcen eine entscheidende Rolle. Kleinere Arten, die nicht so sehr von Ressourcen abhängen, werden überleben. Die besten Überlebenschancen hätten wohl Ratten, Mäuse, Nager und so etwas. Sie brauchen nicht viel Nahrung und Wasser. Sie verstecken sich in Erdhöhlen und halten Winterschlaf. Im entlegenen Buschland Westaustraliens macht sich eine Gruppe von Martu auf den Weg zur Küste. Doch als sie dort ankommen, ist die Hälfte aller Meeresbewohner bereits tot. Ausgelöscht durch die krassen Temperaturschwankungen und den sauren Regen, der das chemische Gleichgewicht der Ozeane durcheinandergebracht hat. Ist der Säuregrad zu hoch, schrumpfen die Fischbestände. Die Tiere werden buchstäblich gekocht und verrotten in dieser widerwärtigen, sauren Suppe. Wenn die Meere übersäuern, stirbt das Plankton ab, die Grundlage der Nahrungskette. Fossile Meeresfunde belegen, dass das sonnenabhängige Phytoplankton damals abstarb. Die Matu finden kaum noch Essbares. Eine der ältesten Kulturen der Welt steht vor dem Untergang. Ein Jahr nach dem Asteroideneinschlag beginnt sich der toxische Staub allmählich zu legen. Die Sonne scheint wieder auf die Erde. Doch das heißt nicht, dass die Überlebenden wieder ein normales Leben führen können. Denn die schützende Ozonschicht in der Stratosphäre der Erde ist vorerst zerstört. Durch den Einschlag sind viele Stoffe in die Luft geschleudert worden, die mit dem Ozon in der oberen Atmosphäre reagieren und es zerstören. Dadurch können die ultravioletten Strahlen der Sonne die Erdatmosphäre leichter durchdringen und große Schäden und Mutationen in unseren Zellen verursachen. Zu viel ultraviolette Strahlung kann viele biologische Schäden hervorrufen. Hautkrebs, Sonnenbrand, Augenschäden. In Los Angeles, London, Mexiko-Stadt und vielen weiteren Städten auf der Welt wird der Ozonschwund zu einer ernsten Bedrohung. Nachdem der Staub und die Toxine sich verflüchtigt haben, steigen die Temperaturen durch das freigesetzte Kohlendioxid wieder an. Ein starker Treibhauseffekt verursacht jetzt eine wachsende Erwärmung. Da große Mengen Kalkstein durch den Impact verdampft wurden, gelangte viel Kohlendioxid in die Atmosphäre. Es zirkuliert um die Erde und die Temperaturen steigen weltweit um 10 bis 12 Grad an. Zwei Jahre nach dem Asteroideneinschlag stemmen sich die Überlebenden gegen die schwerste Katastrophe in der Geschichte der Menschheit. Mindestens die Hälfte der 7 Milliarden Menschen ist umgekommen. Es gibt so viel Zerstörung und Chaos, als wäre man in der Welt der Mad Max-Filme. Keiner, der jetzt noch am Leben ist, wird jemals wieder normal leben. Für die Menschen rund um den Globus sind die Tiere, denen man früher aus dem Weg gegangen ist, jetzt die letzte Hoffnung. Etwa 150 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt hält sich eine kleine Gruppe von Bauern in einer Höhle am Leben. Sie ernähren sich von Fledermäusen, Ratten und Schlangen.
allesamt Nachfahren von Arten, die schon den Asteroiden überlebt hatten, der die Dinosaurier auslöschte. Das Kalkgestein in der Höhle neutralisiert den sauren Regen, der sich in den unterirdischen Flüssen sammelt und den Menschen als Trinkwasserreservoir dient. Man mag Glück haben, eine perfekte Höhle zu finden, in der man Feuer machen kann, die Löcher hat, damit das Kohlenmonoxid abzieht, die verschiedene Räume hat, mit Fledermäusen, Ratten und Käfern als Nahrungsgrundlage. Doch wenn man dort unten lange genug bleibt, wird man sehen, dass es nicht nur um Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf geht. Die menschliche Psyche spielt im Überlebenskampf eine Hauptrolle. Rund 2500 Kilometer weiter nördlich, in New York. Die letzten Überlebenden schlafen tagsüber. Sie ziehen nachts durch U-Bahn-Schächte und dunkle Gassen, um Ratten und Opossums zu jagen. Doch der Mensch ist nicht für ein nachtaktives Leben gemacht. Menschen benötigen Vitamin D. Und das bildet der Körper am besten, wenn er der Sonne ausgesetzt ist. Ohne Sonne spielt sich unser Leben im Dunkeln ab. Und wir mutieren zu Maulwurfsmenschen. Uns gehen die Haare aus, die Leber funktioniert nicht mehr richtig, die Haut bildet kein Melanin mehr. Wenn das über mehrere Generationen geht, dann wird es nur noch merkwürdige, blasse und blinde Menschen auf der Erde geben. Auf der anderen Seite der Erde haben sich die letzten Martu an der Westküste Australiens angesiedelt. Sie verbringen die meiste Zeit in Küstenhöhlen, um sich vor sengender Hitze und UV-Strahlung zu schützen. In der Dämmerung jagen sie Schildkröten, einen der wenigen Meeresbewohner, der den Einschlag überlebt hat. Schildkröten haben den Impact vor 65,5 Millionen Jahren überlebt, weil sie große Anpassungskünstler sind. Sie überleben große Temperaturschwankungen und Säuerungsgrade. Sie können sich von Aas ernähren. Sie können Algen fressen und alles, was im Wasser treibt. Indem sie sich von Schildkröten ernähren, zählen die Martu zu den letzten überlebenden Homo sapiens auf dem Planeten. Doch der Asteroid wird die Gesamtzahl der Menschen drastisch dezimieren. Als der letzte Killer-Asteroid vor 66 Millionen Jahren die Erde traf, starben alle Landlebewesen aus, die schwerer als 15 Kilo waren. Die Prognosen für den Menschen sind also düster. Hätte unsere Spezies überhaupt eine Chance? Ich schätze, etwa 99% der Weltbevölkerung würde bei einem solchen Ereignis sterben. Auf lange Sicht, ich schätze, 10% würden überleben. Doch dann könnte es zu einem genetischen Engpass kommen, der eine überlebensfähige Population verhindert. Irgendwann würde dann eine Gruppe von Menschen die letzte auf Erden sein. Und von der überleben dann vielleicht noch ein oder zwei Generationen. Unser Intellekt ist unser bestes Werkzeug. Er ist unser evolutionärer Vorteil. Aber uns fehlen inzwischen die notwendigen natürlichen Hilfsmittel, um in solchen Situationen zu überleben. Das nächste große Massenaussterben wird wahrscheinlich uns betreffen.